Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Wir haben in der letzten Folge unsere Labinesons freigelassen. Und ich habe in der Zwischenzeit auch noch keine neuen Maus geholt. Bedeutet, ich tue immer noch versuchen mit Doppelmaus, links und rechts Mausklick, mich hier eine mögliche Ansicht immer zu machen. Man muss lassen, die Tiere schauen einfach genial aus. Aber wir müssen schauen, dass es natürlich den hier taugt. Bedeutet, jetzt heißt es erstmal Gehege anpassen. Und da gehen wir erstmal aufs Gelände. Sie haben zu wenig Gelände. Sie können nie zu viel Gras und das Ding haben. Aber sie haben... Nee, zu viel Fels. Braucht weniger Fels. Wo ist denn hier Fels? Dann machen wir doch mal Gras kurz hin. Das war alles Fels? 0%, 0%. Also ich würde hier gerne, wenn es möglich ist, das halt ein bisschen realistisch. Das ist ja, Wasser, Gewässer ist unten drunter nicht nur grün. Deswegen so ein bisschen anpassen. Hier vorne kann noch ein bisschen längeres Gras hin. Muss jetzt auch nicht unbedingt der Down so ein bisschen zack, zack, hier so. Brupp. Nicht so persist sein. Okay, den passte schon mal gut. Bepflanzung. Sie wollen gar nicht so viel Bepflanzung haben. Mhm. Ich würde trotzdem gerne ein paar Pflanzen wenigstens reinhauen. Bedeutet, wir müssen auf nordamerikanisch Graslandschaft. Kontingent, nordamerikanisch, Biom, Graslandschaft. Das ist alles, was wir für Graslandschaft kriegen? Ein paar verschiedenste Pflanzen halt über den ganzen Bereich hier verteilen. Also jetzt so konnte man das drehen, okay. Einfach hier so ein bisschen Leben reinbringen, das Ganze. Hier zum Beispiel an der Rückwand kann man ja zum Beispiel so eine Büschelwand machen. Die Brennnesseln noch so ein bisschen reinsetzen. Damit es wenigstens nach irgendwie so ein bisschen was ausschaut, ne? Ein bisschen hoch. Ne, das passt hier aber nicht, ne? Da tun wir hier noch so ein bisschen rein. So. Schaut doch wenigstens noch etwas. Was ist das jetzt hier? Pflanze stammt nicht aus derselben Umgebung wie das Tier. Der Rohrschilf. Dem Jungen passt jetzt mein Rohrschilf nicht, oder was? Jetzt habe ich den so schön trapiert, ne? Komm, jetzt muss ich Ewigkeiten. Ah, so geht doch. Dann tun wir halt den Rohrschilf wieder weg, wenn er denn nicht passt. Mein J, ich wollte doch nur nett sein. Kriegst halt ein bisschen Goldrute nach da hinten noch, ne? Ein bisschen nach unten setzen, so die Goldrute auch ein bisschen reindrehen. Huch, die habe ich jetzt gleich zu weit reingesetzt, die Goldrute. So, dann sollte der Bison doch jetzt auch zufrieden sein mit seiner Umgebung, ne? 16% bepflanzt, gut. Lebensqualität, wir haben keine Beschäftigungsmöglichkeiten. Das ist kacke. Sozialmäßig, Erwachsenenalter, geboren, älteres Tier. So, Sozialverhalten, das ist an der Grenze. Aber das könnte sich ja eigentlich dann verändern, ne? Lebenserwartung 58%. Bedeutet, eigentlich müssen wir nur schauen, dass wir irgendwie für die Viecher Spaß kriegen, ne? Zum amerikanischen Bison raus. Es gibt hier kein. Wir haben noch kein Spielzeug erforscht. Außer halt das für die Affen. Bedeutet, rein theoretisch sollte ich aber jetzt bei Zoo und der Veterinärforschung Bison erforschen können, ne? Und da sollten die ersten Spielzeuge auch kommen. So.
Ziel gemeistert. Ah, genau. Warte mal. Wir brauchen natürlich für die Einrichtung hier noch Infopoints. Wo sind denn die? Also neben dem, dass wir überall erstmal hier solche Punkte brauchen, brauchen wir natürlich auch Informationspunkte. Wo waren denn die Tafeln wieder? Infolautsprecher, Infozentrum. Hier, da haben wir es doch. Drehen. Ja, da kommen natürlich gleich nochmal... Warum habe ich jetzt diese komische Anzeige an? So. Dann kriegt die gleich mal die amerikanische Bison-Info drauf. Jetzt müssen doch eigentlich auch... Ja, jetzt kommen die ersten Besucher schon. Perfekt. Tun wir hier noch eine Straße rumziehen. Wege. Na, wir nehmen schon wieder den gescheiten. So, und dann tun wir den Weg hier auf 6 Meter Breite, würde ich mal sagen, eingeben, ne? So. Perfekt, das ist super. Dann tun wir hier wieder Einrichtungen eingeben. Warum wird das jedes Mal angezeigt? Das interessiert doch kein Schwein. Ah doch, wenn ich das wahrscheinlich richtig einstelle. Und wo gibt's denn hier? Tierwohlbefinden. Gebäude, negative Einfluss, Bildung der Gäste. Ah, schon. Und daneben kommen natürlich dann immer solche... Gibt uns Geldpunkte, gibt uns Geld. So, bedeutet hier wieder amerikanisches Bison. Wir stehen doch für Bildung. Na, die sehen jetzt hier amerikanisches Bison. Mm-hmm. Warum legst du dich denn da hin? Ich hab doch extra... Achso, du willst in der Wiese wahrscheinlich liegen, ne? Du willst höchstwahrscheinlich gerade in der Wiese... Ah, ich finde diese Tiere... Ich finde Bisons allgemein schon sehr interessant. Allein schon von deren... wie sie ausschauen. Aber ich finde die alle in dem Spiel, die schauen sie auch wieder so richtig geil aus. Oh, das ging aber flott. Also, ich tut weiter forschen. Das finde ich gut. Geht diesmal die Technik? Ja, die Technikforschung funktioniert. Bin erstaunt. Weil da können wir auch neue Gehege und alles erforschen. Das wird bestimmt auch sehr viel Interessantes dann geben. Also, müsste ich rein theoretisch unter Einrichtungen, unter Gehege Spielzeug haben, oder? Für das Tier. Alles? Ja, guck mal hier. Kräuterwirkung, Markierung, Beschäftigung. Gehen wir unter Lebensqualität. Aber als jetzt dasselbe ist, ne? Das bringt jetzt nicht mehr so viel. Es bringt dir schon noch was, aber halt nicht mehr so. Es ist halt dauernd dasselbe, sagen sie, ne? Tut das eigentlich jemals mal hier auffüllen? Hallo? Essen machen? Habt ihr denn Schaden? Unsere Tiere leiden darunter. Dann würde ich hier so meine Futterecke machen, oder? So für die Besucher. Was haben wir denn hier? Mehrere Stände. Tränkeladen, Imbissladen. Infoshop. Machen wir das... Machen wir das jetzt hier... Wo geht, wie weit geht der Strom? Das ist immer die erste Frage. Strom geht bis hier. Bedeutet rein theoretisch... Hm. Kann euch jetzt so gern so einen Bogen... Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber hier so... Nicht so wirklich den großen Außenrumweg... Zack, hier so. Ich weiß nicht, ob das jetzt zum Beispiel funktioniert, die Idee, die ich jetzt habe. Ja, das funktioniert jetzt nicht unbedingt so als bester Weg, aber... So ein bisschen verbunden halt alles. So, jetzt mal Einrichtungen wieder her. Einmal Infoshop. Oh, das war jetzt eigentlich nicht mein Plan. Das war jetzt nicht so gemeint, das sitzt ja nicht mehr gescheit. Weg damit. Hä, wie kommt der da hin? Den habe ich doch nicht mehr eingestellt.
Getränkeladen. Also zum Beispiel, jetzt kommt hier ein Getränkeladen hin. So. Was war denn das für ein komisches Geräusch? Hallo. What? Tasty. Ja, das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich sowas baue. Oder wenn ich sowas sehe. Ah, da kommt jetzt wieder nichts. Mhm. Okay, warte mal, ein krankes Tier jetzt. Tierarzt rufen, gerufen. Was denn Turm im. Oh Gott. Tierarzt, haben wir einen Tierarzt gerufen? Ist der Tierarzt gerufen worden oder nicht? Tierarzt. Von wegen Tierarzt gerufen, ihr Hiopais. In diesem Zug gibt es keine Imbestände. Jetzt halt schon, Jungs. Sogar lustigerweise schon mit Angestellten. Ach, das ist ein Spieler. Ach was. Okay, das Tier wird jetzt in die Tierarztuntersuchung gebracht. Wenig Geld. Das habe ich auch schon gemerkt. Also wirklich, Plus habe ich noch nicht gemacht, oder? Darlehenmäßig kann ich auch noch wahrscheinlich einiges aufnehmen. 50 Jahre. Für viele Tiere reicht es aber nicht mehr. Ich bin doch einfach wahrscheinlich zu blöd und gehe gleich wieder voll ins Minus, oder? Steuern, kontinuierlich. Ach du Scheiße, das ist viel. Wir brauchen mehr Tiere, glaube ich. Das ist sonst nicht gut, weil wir sinken dann bei dem Geld, beim Geld. Schauen wir mal, Tierhandel. Wir brauchen irgendwas, was wir uns leisten können. Ein Gabelbock. Nehmen wir noch so einen Gabelbock. Aua. So, die warten jetzt alle da hinten drin. Wir werden jetzt trotzdem noch, wir haben noch 800. Angeblich gehen wir aber ins Plus. Hä? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Und wir trotzdem mal ein Darlehen aufnehmen. Wenn ich hier 0 eingebe und Enter? Oh Gott, 6250 pro Jahr. Das wird mal wieder eine teure Angelegenheit hier, ne? Wir müssen jetzt ein Gehege für die Gazellen machen. Ich würde einfach die irgendwie hier so hinpacken. Hier so. Oder wir packen die nach hier hinten. Dann müssen die weiter gehen und haben halt mehr zum... Was auch wieder blöd ist, weil eigentlich geht es nicht. Oder wir bauen einfach hier nochmal schnell. Sichtfenster. Dahinter geht es halt natürlich auch wieder mit einem Sichtfenster. Da machen wir jetzt mal eine Länge von 20 Metern draus. Nach da vorne. Ah, da machen wir jetzt mal. Ich mag was neues. So, hier so rein. Da kommt eine Wand rein, die muss ein bisschen kürzer werden. Die gerade sein kann. 14 Meter für 15 Meter, geht das noch, ohne dass ich hier Probleme habe? Es geht super, so, jetzt muss ich hier wieder raus. Dass ich das nicht so irgendwie so auch so, so direkt einstellen kann, während ich zum Beispiel zock, finde ich jetzt schon wieder so einen Punkt, wo ich Kritik ausüben würde. Weil ich halt, weißt du, ich muss jedes Mal umstellen und gucken, wie lang jetzt das Stück ist. Wenn du so einfach so drücken kannst und die Länge so einstellen kannst, wie in Jurassic Park zum Beispiel, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Aber klar, ist jetzt wieder meckern auf einem anderen Niveau. Einmal ganzes Zugehege auswählen. 3 Meter anheben. 3 Meter, so, perfekt. Jetzt brauchen wir noch einen Eingang.
ein Wassergebiet. Bedeutet wieder Anzeige Wasser. Das kommt nach hier hinten. Gelände bearbeiten. Overlay wieder aus. Ich sehe fast nichts. Ist gerade echt heftig. Uah. Schaut das mit dem Wasser aus? Kann ich das schon mal reinfüllen? Wie scheint noch nicht so wirklich. So. Wasser rein. Hier ist doch ein großes Wasserstück geworden. Dann brauchen wir wieder einen. Obwohl, das, dafür sollten wir erst vielleicht die Tiere wieder reinsetzen, ne? Obwohl, Unterstand können wir eigentlich. Das sind die. Was waren das? Was haben wir jetzt nochmal gekauft? Was habe ich nochmal besorgt? Ein Gabelbock. Eine Gehege. Filtern. Art. Kann ich hier so mit. Ne. Oh, das geht nicht. Ich wollte es gerade so gut. So schnell suchen. Gabelbock. Ja, Gold. Gold. Das passt denen auch. Das finde ich ja gut. Der ist vielleicht ein bisschen groß. Also da sind die ja schon annehmbarer. So. Und das kann ich den jetzt sozusagen da so in die Ecke stellen. Das finde ich ja passend. Dann gehen wir da nochmal in den Bearbeitungsmodus. Auch wieder Gehege. Schlafmöglichkeiten halt rein. Viermal, so. Perfekt. Und dann Futterstationen. Da tun wir zwei mittlere. Einmal einen hier hin. Einmal einen hier hin. Dann noch eine große Wasserschüssel hier vorne hin. Und ein bisschen Spielzeug halt so over the place. Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir in Tierhandel, Handels... Nee, warte, das können wir dazu auch machen, ne? Tiere. Auswählen. Verlegen. Ab ins Gabelbockgehege. Los geht's. Inspektor kommt in 16 Monaten. Oh, sie geht wieder heim. Der Preis für das Ticket des Zoos ist einfach klasse. Was, das ist zu billig? Die sagen, unser Zoo ist zu billig. Habe ich das gerade richtig verstanden? Tickets, jetzt nochmal auf 8 Euro. Und kann ich das? 6 Euro für Kinder. So. Ein Darling-Inspektionsbericht. Gästezufriedenheit. Oh, das ist ordentlich. Aber kurz, stopp, langsamer. Denn Leute, die Folge ist schon wieder vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, sagt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.